Wie transportiere ich eigentlich meine Airsoft-Waffe legal? Nun, der Gesetzgeber gibt folgende Schlüsselbegriffe vor: abgeschlossenes Behältnis, nicht einsehbar, nicht griffbereit, nicht schussbereit. Wie setzt ihr diese Vorgaben nun um? Nun, als erstes besorgt euch eine blickdichte Tasche oder einen Koffer. Entfernt nur den Akku aus der Waffe und die BB in der Kammer. Magazin raus und ab in die Tasche. Eure Anbauteile wie Red Dot oder der Griff können montiert bleiben. Wenn ihr genügend Platz habt, dürft ihr auch mehrere Waffen in einem Behältnis transportieren. Nun müsst ihr die Tasche noch abschließen. Am besten macht ihr das mit einem Zahlenschloss, da ihr hier keinen Schlüssel verlieren könnt. Alternativ gehen auch Kabelbinder, wobei dies nicht wirklich nachhaltig ist. Die Akkus und Magazine werden separat gelagert und transportiert, zum Beispiel in eurer Gehtasche oder in eurem Tragesystem. Fertig! Nun könnt ihr eure Airsoft-Waffe sicher und legal transportieren.